Mein Name ist Joachim, ich bin 38 Jahre alt und habe CEDP. Ich arbeite Vollzeit in einem großen Automobilunternehmen und möchte gerne über meine Erfahrungen mit der Erkrankung berichten. Bei meiner Arbeit habe ich sehr viel Unterstützung erfahren. Die haben alle super mitgespielt. Also man hat mir nie das Gefühl gegeben, ja, jetzt bist du hier alleine, jetzt bist du hier fehl am Platz, sondern im Gegenteil, es waren super Kollegen, super Meister und es haben wirklich alle mir geholfen, dass ich dann genau da bleiben konnte, wo ich jetzt bin. Also mein Weg war sehr lang. Ich schon im Kindesalter hatte ich immer Schmerzen in den Beinen, in den Oberschenkeln, Hüfte, Rücken. Und dementsprechend bin ich sehr früh schon zum Hausarzt gegangen und die haben sich untersucht. Damals hieß es, es sind Wachstumsstörungen. Hat mich weiter zu Orthopäden und Neurologen überwiesen, aber irgendwie kam man da nie zu einem richtigen Ergebnis. Also hatte ich eine lange Odyssee hinter mir, weil ich immer gesagt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich bilde mir das nicht ein. Und Freunde, Familie haben mich da auch unterstützt. Die Kraft ließ immer mehr nach, die Beine, die Muskulatur bauten immer mehr ab. Und dann hat mein Orthopäde gesagt, ich soll nochmal zum Neurologen. Der hat mich untersucht, richtig toll gemacht und hat gesagt, so, und jetzt gehst du zu einer Uniklinik und die sollen gucken, was jetzt passiert. Ja, und da ist dann relativ schnell die Diagnose CEDP gefallen. Also als die Diagnose stand oder bekannt geworden ist, ist man so zwiegespalten. Einmal ist man total überrannt mit dieser Diagnose, dass es jetzt ein Leben lang eine Therapie dafür gibt und dass man ein Leben lang aufpassen muss und dass sie nicht heilbar ist. Aber andersrum, nach dieser langen Zeit und diesem langen Ungewissen, dass man selber weiß, man hat irgendwas, aber es konnte keinem helfen. Deswegen ging es einem auf der anderen Seite auch sehr gut damit. Und man hat dann erklärt bekommen, wie die Therapien alle abläuft. Und so hat man auch wieder einen neuen Lebensmut erfasst, weil man genau wusste, man kann trotzdem immer noch alles machen. Man ist zwar krank, aber es steht nichts im Wege, irgendwas zu machen. Ja, man darf sich nicht entmutigen lassen. Man muss immer dranbleiben, weil wichtig ist, dass die Diagnose sehr früh gestellt wird, bevor es wirklich Nervenschäden gibt. Und die wichtige Therapie dann halt so schnell wie möglich eingeleitet wird, um ja, agil zu bleiben. Also gleich nach der Diagnose fing die intravenöse Therapie an. Die habe ich 3 Jahre lang bekommen. Und nach 3 Jahren hat mich mein Arzt angesprochen, dass es jetzt was Neues gibt, eine subkutane Therapie für zu Hause und ob ich daran Interesse hätte. Und mir gefiel dieser Gedanke sofort, das zu Hause zu machen. Das Erlernen der Selbsttherapie war eigentlich ganz einfach. Mein Arzt hat mir ausführlich darüber berichtet, welche Vorteile es gibt. Danach bin ich in die Uniklinik eingeladen worden. Da war ein Herr, der mir das detailliert erklärt hat, wie alles funktioniert. Es dauerte nicht lange, da habe ich dann es sehr schnell rausgekriegt. Das Einzige, was man sagen muss, es kostet ein bisschen Überwindung, sich das erste Mal zu pieksen. Aber wenn man das erste Mal gemacht hat, ist es ganz normal. Also es gehört jetzt zum alltäglichen Leben dazu. Mein Alltag hat sich durch die Therapie enorm verändert. Und zwar enorm zum Positiven halt. Weil man nicht immer Termine fürs Krankenhaus abstimmen muss, beziehungsweise einfach hoffen muss, dass dieser Termin auch eingehalten wird. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Therapien sind, als ich es noch stationär bekommen habe, ist es so gewesen, dass ich ja alle 4 Wochen hin musste. Nach der Infusion, die erste Woche war es so, Mensch, super, es ist alles toll, man hat so einen richtigen Kick. In der zweiten Woche lässt natürlich die Wirkung schlagartig nach, das ist dann alles okay. In der dritten Woche war es so, dass man sich gedacht hat, oh, hoffentlich kriege ich meinen Termin beim nächsten Mal. Und in der vierten Woche war es wirklich so, dass man sich nach diesem Termin gesehnt hat. Das ist jetzt nicht mehr so, weil mit dieser Therapie für zu Hause ist es wirklich so, dass man so in der zweiten Woche ist, dass alles okay ist. Man bekommt diesen Kick nicht mehr, aber fällt aber auf keinen Fall in dieses Loch, dieses um Himmels Willen, hoffentlich reicht die Kraft noch bis zum nächsten Termin. Also was sich verändert hat durch die Erkrankung ist ganz klar, Fußball spielen geht nicht mehr.
Ich habe als Kind sehr viel Fußball gespielt, als Jugendlicher noch sehr viel Fußball gespielt. Irgendwann konnte ich halt nicht mehr so schnell laufen. Ich konnte es mir nicht erklären. Bin dann vom Fußballplatz an die Seite gewechselt als Trainer. Und ja, das habe ich dann trotzdem weitergemacht, weil Fußball halt meine Leidenschaft war oder ist. Heute professioneller Fußballgucker und Fan. Mit der neuen Therapieform verreisen ist super toll. Wir sind im Sommer verreist. Da habe ich die Infusion einfach mitgenommen, natürlich schön verpackt, dass nichts kaputt geht. Und das genauso wie zu Hause auch. Also man piekst sich genauso an wie zu Hause auch, geht dann zum Essen, geht irgendwo hin, wo Animation ist und, und. Mein Physiotherapeut hilft mir sehr viel. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Und natürlich mit meinem Hund muss man jeden Tag rausgehen. Also ich habe eine positive Grundeinstellung. Und man muss die Krankheit halt annehmen und versuchen, so gut wie es geht, damit umzugehen.